Augsburger Panther gegen die Kölner Haie, ein Traditionsduell im deutschen Eishockey, deswegen auch ausverkauftes Haus, 6179 im Kurt-Frenzel-Stadion. Augsburg zum ersten Mal in Pink. Charity-Spieltag, an dem Spenden gesammelt wurden für die Elterninitiative krebskranker Kinder. Hinein in das Spiel mit dem ersten Augsburger Powerplay und einem Fehler von Blasch. Gregorz, der Konter und das 1:0 für die Kölner Haie. Shorthander Maximilian Kamara. Frühes 0:1 Kamara, ohnehin extrem gut im Schuss. Schon im 8. Spiel in Serie mit Torbeteiligungen, sein erster Auswärtstreffer dieser 6. Saisontreffer. Dann kurz vor Schluss des ersten Drittels erneut Unterzahlkonter, erneut Kamera. Diesmal verzieht der KEC-Angreifer, der 2 Tage zuvor noch jubeln durfte nach dem Derby-Sieg gegen die DEG, als Uwe Krupp dann auch sehr, sehr emotional angetan war von der Leistung seiner Mannschaft. Hinein ins zweite Drittel und das ging gut los. Für die Gäste keine 2 Minuten gespielt. Nick Baptist überwindet Markus Keller. Wieder ein Konter des KEC. Augsburg unsortiert in der Rückwärtsbewegung. Das 0:2, 5. Saisontreffer von Nick Baptist. Augsburg bis dato keinen Zugriff aufs zweite Drittel. Dann der Pass von Wenström, dann der Schuss von Brady Lamb. Und der Augsburger Kapitän verkürzt zum 1:2 zum ersten Mal seit März, seit dem Spiel gegen Krefeld. Trifft Brady Lamb wieder nach 20 Spielen ohne Tor, bringt er seine Farben wieder zurück ins Spiel. Von dort an Augsburg eigentlich besser, aber nächster Konter der Haie mit Glötzl. McIntyre vor dem Tor, wurschtelt den irgendwie rein. Das 1:3, 39. Spielminute. Treffer wurde nochmal überprüft, aber für gut empfunden. Deswegen ging es für den KEC mit einer 2-Tore-Führung in die zweite Pause hinein. McIntyre schon im Derby getroffen, veredelt dieses Wochenende. Schwere Zeiten für Peter Russell vor dem letzten Drittel, Fragezeichen. Seine Mannen kamen gut raus, keine Minute gespielt. LeBlanc, Konter, 2:3, der Anschlusstreffer, 41. Spielminute. Den macht er sagenhaft, der Augsburger Angreifer auf der Fanghandseite vorbei an Mirko Pankowski, der in dieser Situation keine Chance hatte. Spiel wieder eng, wieder knapp und dann Markus Keller, der die Augsburger im Spiel hielt mit einem riesen Save. Sill, der danach stochert, Scheibe eigentlich schon hinter ihm, Austin mit der Rückhand, aber den Fischer irgendwie weg verhindert den 4. Gegentreffer. Dann Schlussoffensive, der Panther mit Pearl und dann kommen sie gleich zu zweit mit Clark und mit Johnson, aber irgendwie wie die Scheibe momentan nicht rein. Augsburg, das offensiv schwächste Team der Liga, hat Probleme mit dem Toreschießen. Auch hier deutlich zu sehen. Die Schlusssekunden, die dann angebrochen waren. 6. Feldspieler. Nochmal ging es hoch her vor dem Kasten von Mirko Pankowski. Die Scheibe bei Trevelyan. Nochmal der Schuss im Slot. Nachschussgelegenheit. Irgendwie schafften es die Haie, auch diese Situation zu verteidigen und gewannen am Ende in Augsburg mit 3:2. Ja, einfach ist es nicht. Aber wir dürfen jetzt natürlich nicht resignieren. Wir müssen weitermachen. Im Endeffekt haben wir eine gute Truppe. Ja? Wir halten alle zusammen. Wir sehen es hier, der Elfer von uns, der prügelt sich fast jedes Spiel. Der hält zu uns. Wir versuchen, Schüsse zu blocken, alles Mögliche. Am Ende müssen wir einfach zusammenhalten und durch den Sturm hier weitergehen und zusammen als Team und dann wieder geeinigt draus rauskommen. It was pretty exciting. The win was important, but you know, the way it happened and how we stuck to the system and to the game plan, and we didn't give up. That was kind of something that kind of changes the DNA of the team a little bit. So hopefully that's the way we can move forward the rest of the year and kind of continuing to be that resilient team that never gives up. And I think if we do that, then we're going to be happy at the results. Der KEC mit einem perfekten Wochenende, Derby-Sieg und 3 Punkte in Augsburg. Eher auf der Sonnenseite in der deutschen Eishockey-Liga, nicht so die Augsburger Panther nach der 6. Niederlage in Serie. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.